Schnitzel. Sehr, ich glaube, mir ist kein einziger Treffer gelandet. So muss es sein. Dein Befehl? Sofort. Okay, da war der erste Treffer. Ja, einverstanden. Du brauchst. Geht klar. So, und die wollten also die Fische klauen, hm? Ja. Guck mal, ob du irgendwo die Fische findest. Ich bin hier ganz einfach. Nehmen wir alles mit und verkaufen wir bei unserem sympathischen Händler von nebenan. Da sind die Fische. Okay, jetzt schon überladen. Die schweren Teile einfach mal zu triggern. Auch wenn die Waffen wahrscheinlich nicht so viel wert sind, aber man kann ja mal gucken. Sag sofort. So, ist hier unten am Wasser noch irgendwas? Wasser. Und ein Bogen. Aber sonst nichts, ne? Vielleicht noch irgendeine grünhaarige, blauhäutige Frau? Nö. Okay, dann bringen wir mal die aufgegessenen Fische zurück. Wird der Junge bestimmt nicht gerne sehen. Na, wo sind sie? Eine Knöchelkopfforelle aus den Gerichten. Das Ding ist doch nicht ab. Nee, komm. Die sehen nicht normalerweise so aus. Die müssen abgenagt sein. So, da können wir nicht lang gehen, ne? Können wir einfach so jetzt schon das Dorf verlassen. Oh. In Ordnung. Könnten wir. Sollten wir vermutlich nicht. Aber könnten wir. Wie kann ich helfen? Warum schreist du? Hast du was? Hast einen leichten Treffer bekommen? Sieht man aber gar nicht. Dein Befehl? So wahrscheinlich, weil ich die ganzen Symbole da begraben. Ork? Los geht's! Genau, Terry kommt schlecht daran vorbei. Und der ist da reingeflohen. Moment mal, Ork-Freundchen. Einverstanden. So leid ist es hier nicht, ja? Oh. Kommt her, wenn ihr euch traut! Sag, was, so, du was von haben mir wir willst. Für Sonderfähigkeiten? Wir hätten hier Böses zerschlagen auf den. Du machst mal deine Defensivfähigkeit. Wie lautet deine Aufgabe? Heilen brauchen wir noch Lass nicht, mich nein. Wissen, was ich tun kann. Du wünschst? Noch ein magisches Geschoss. Auf den, die eh schon angreift? Ja. Jawohl! Wie kann ich melden, die Götter mich schützen? Haben wir eine kleine Orkhöhle? Dein Befehl? Gewiss. Ganz viele Äxte. Wir hätten keine Axt kaufen sollen für Tirik, aber konnte man vorher ja nicht wissen. So, und Tirik ist irre langsam, weil er defensiv noch aktiv ist. Du brauchst so gut wie erledigt. Schießt bitte auf, wenn ihr da ganz hinten ankommt. Schau mir mal genau zu. Du, oh, nein, 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 nicht vorrücken. Mögen die Götter euch gnädig sein. Oh. Ja. Wie kann ich helfen? Ran, 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 mögen ran. Die Götter mich aufrücken. Kein Problem. Nehmen wir jetzt wirklich die ganze Orkhöhle auseinander. Verstanden. Dein Befehl, gewiss. Gegen, oder? Kal, Malek, Malek, Kal, Kal. Das sind ein paar mehr Orks, hm? Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Aha. Du könntest spielen? Schnitzel, Schnitzel. Da ist ein Magier. Ein Ork-Magier. Schieß auf den Ork-Magier. Du musst sofort Hände auflegen. Hände auflegen. Ich bin vorbereitet. Heil. Hoffe ich. Mhm. So, stopp, 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 stopp.
Also, Girugon ist wieder fit, aber verflucht. Wie kann ich helfen? Okay, dein Befehl? Und du greifst weiter den Magier bitte an. Tirik hat die beiden Orks hier, mit denen kann sie auch weiter rumschlagen. Du warst noch am Singen, hast du jetzt aber aufgehört. Schieß stattdessen lieber auf den Ork-Schaman. Ja, das ist gut. Kein Problem. Ich bin wie immer bereit. Du schießt auf den Ork-Schaman, du schießt auf den Ork-Schaman. Hast sonst noch einen Heilzauber, aber es braucht momentan keinen Heilzauber. Ja? Und du schießt auf den Ork-Schaman. Soweit alles okay. Schaman ja. ist tot. Wechsel bitte auf den Ork, der ist zu nah dran an. Angenommen. Unseren Aha. Ladies. Ihr könnt Sag, ruhig von mir kämpfen. Willst. Jawohl. Teilt euch mal Wie auf, kann sonst ich helfen? Wird das nix. Du brauchst mich? Aber sicher. Gott, schnappt euch hin. Blitz und Feuer bringt sicherlich ein wenig Schwung in die Sache. Schaut doch gut aus. Dein Befehl, Na, sofort. Komm. Euer Leben ist verwirkt. Hoffala. Ja, sofort. Das waren ein paar mehr Orks. Immer bereit. Direkt, guck mal hier gleich durch. Gerade der Schamane hat nichts Tolles dabei. Ungewöhnlich. Hätte eigentlich zumindest so ein oder zwei Schriftrollen vielleicht erwartet. Bitte. Oder Edelsteine. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Kisten. Diese hölzernen Vorratskisten wurden sicher von dem Wagen draußen abgeladen. Sie sehen intakt aus und sind verschlossen. Ich bin... Jawohl! Sag, was du von mir willst. Ja, hier geht es auf der anderen Seite auch noch weiter. Wie kann ich helfen? Wie geht's dir? Furchtbannen könntest du noch und Krankheit heilen. Nee. Ich erwarte deine Befehle. Kann ich helfen? Heil lieber mal ihn. Vita Mortis. Pass mal auf. Dein Befehl. Es soll geschehen. Okay. Wir gucken uns aber noch ein wenig um, wenn es jetzt nochmal so viele Orks wäre. Nochmal so eine größte Gruppe von Orks ist, dann sollten wir uns zurückziehen. Aber wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr, uns zu heilen. Wir haben keine Heiltränke. Wir haben für heute keine weiteren Zauber. Es wird dann ein wenig eng. Hanna. Ah, die kommen da von der Seite. Das ist doch kein Problem. Gut, dass wir sie nicht zusammen aus Versehen mit den anderen Orks angelöst haben, weil nochmal zwei obendrauf. Jawohl, jawohl. Dann schon wehtun können. Ja, es soll geschehen. Sag, was du einverstanden. Das wird jetzt eventuell zu dem anderen Gang führen. Nein. Zu einem weiteren Schamanen. Wieder so ein Fluch. Ha. Einem Hagel aus grüner Schlag. Klingt schmerzhaft. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Aber eigentlich haben Orks doch immer einen Anführer, oder? Oder sind es jetzt zwei Schamanen, die das Ganze angeführt haben? Nee, ich denke nicht. Hier wird irgendwo noch größerer Ork sein. Oh, ein Tor. Trigger darf abkommen. Du kannst wirklich nicht bei den Schlössern irgendwas machen. Nee. Jetzt komme ich! Schuh. Nicht identifiziert. Aber Wahnsinn. Kannst du nicht. Warum nicht? Weil du nicht weißt, was sie machen und du traust dich nicht. Ja, okay.
dachte, das ginge noch. Dein Befehl? Sofort. Bleibt jetzt also nur noch der Gang hier am Eingang Richtung Norden. Stellen wir uns erstmal hier hin, sammeln uns da und gehen dann erst weiter Richtung Norden. Dann sollten wir auch irgendwann zu dem Jungen zurück, weil er wartet eigentlich die ganze Zeit auf seine Fische. So, hier ist schon eine Sackgasse. Ja, das war dann wohl die Orkhöhle mit keinem richtigen Anführer und die zwei Schamanen werden das Ganze wohl irgendwie hier geleitet haben. Wobei das hier halt ein bisschen... Wobei ich wahrscheinlich den Hauptraum gerade übersehen habe. Und unsere Helden sich daran erinnern, dass es dann noch um die Ecke ging. Können wir vorher ein wenig rasten. Ja. Oh, schlechte Idee. Ja, geht klar. In einer Orkhöhle zu rasten war wirklich nicht so toll. Auf in den Sieg! Das ist sehr optimistisch mit Auf in den Sieg. Sag, was du von mir willst. Ich bin einverstanden. Wie kann ich einverstanden? Euer Leben ist verwirrt! Aha. Level up. Du brauchst mich? Gwendolyn. Bekommt... Zauber des ersten Grades. Das ist sehr praktisch wegen Identifizieren. Taschendiebstahl ist 0. Bei den Waffenfertigkeiten? Nö. Einverstanden. Und sie könnte jetzt Zauber der ersten Stufe sprechen, aber sie hat keine Zauber der ersten Stufe. Und das heißt, das bringt uns gerade nicht wirklich weiter. Bis wir Zauber der ersten Stufe finden. Dein Befehl in Ordnung. Okay, nächster Versuch. Nein. Brauchst du sehr gut. Ja. Das ist aber auch eine gute Einnahmequelle. Jawohl, also in Ordnung. Na komm, wenn wir die Orks so leicht niederstrecken können, dann sind unsere Helden jetzt auch zuversichtlich, dass sie den Rest von dieser Höhle stürmen können, ohne jetzt noch Segnungen, Hand auflegen oder ähnliches parat zu haben. Genau, die paar Orks. Nicht mehr, als sie auch mehrfach des Nächtens überrascht hat. Oder eigentlich wollten sie sich ja nur ein Stündchen nur so ausruhen. Ja, gut, wie erledigt. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Ich bin hier. Aha, jetzt komme ich. Sehr schön, Gwendolyn. Es soll geschehen. Was haben wir hier jetzt noch? Oh. Immer bereit. Ja. Das ist der Anführer, würde ich sagen. Böses Entdecken. Ich denke, das Böse ist da. Okay, alle Mann auf den nächsten Ort. Sag, was du von mir willst. Ich bin hier. Erstmal den kleinen Kram erledigen, bevor der Große da was macht. Kleinkram. Ja. Flucht. Also, in Ordnung. Flucht. Ich bin hier. Bin dabei. Dein Befehl. Mann auf den. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Nicht so früh schon Tirek erwischen. Alles gut. Ja. Ich warte auf deine Anweisungen. Doch, alle auf den Uge? Aha. Ich denke nicht, dass du... Wobei, du hast gerade einen Stufenaufstieg, ne? Du hast noch 12 HP. Das ist wesentlich mehr als die Regatt. Sag, was du von mir willst. Okay, alle auf den Uge. Mich hat's erwischt. Oh. Du brauchst mich? Okay, jawohl, ihr beide das ist doch weg. Goblin leicht. Immer bereit. Nein. Kein Problem. Alle weg. Wer kann sich jetzt noch im Blick stellen? Du. So schnell ich kann. Was ist das? Ach, die Tiergeister. Die jetzt irgendwie nicht auftauchen? Ist etwas nicht in Ordnung? Ich habe Tiergeister beschworen, aber sie sind nicht da. Es dauert vielleicht eine Weile. Wie stark bist du? 10. So, jetzt alle umdrehen und angreifen.
ihren Mürren ihn ablenkt. Puh, okay. Dein Befehl? Da ist ja nochmal gut gegangen. So, Mürren, du kannst wieder auf Schleuder umsteigen. Ich bin wie immer bereit. Und ich bin hier du dabei. Auf den Bogen. War aber schon ein bisschen knapp. Komm, alle auf den auf. Uffala. Wie lautet das? Sehr gut. Uge hat wenigstens einen Heiltrank dabei. Und Notiz. Krawanvertrag. Dieser zerknitterte Pergamentfetzen scheint eine Art Vertrag zu sein. Ballen. Liefer diese 5 Vorratskisten an das Warenhaus in Osthafen. Aber passt auf, dass dieser skrupellose Gauner Pumab euch einen fairen Preis bezahlt. Ja. Geht mit dem Geld zu Schurin, dem Lagervorarbeiter im Osthafen, und kauft damit 3 Fässer von ungeschnitzten Fischbeinen. Verladet diese Fässer und kehrt zurück nach Kaer Dinival, wo ihr den vereinbarten Lohn erhalten werdet. Seid wachsam in der Tundra, man hört in den Hügeln von Osthafen treiben sich Orks herum. Es wäre auf jeden Fall ratsam, wenn ihr mit eurem Vorschuss zusätzliche Wachen für die Karawane anheuern würdet. Gute Reise. Das hat er wohl nicht getan. So. Sag, was du zu sagen hast. Vorwärts. Wie kann ich helfen? Weiter. Sag, was du zu sagen hast. Vorwärts. Habt ihr hier unten irgendwas bewacht? Ja, eine weitere Truhe. Klick mit einem Winterwolfpelz und Alp. Was für eine Stufe bist du? Grad 2. Kommt in die Schriftrollen-Geschichte. Kann ich helfen? Hier? Ja. Okay. Jetzt aber raus hier. Wir haben alle recht viele Wunden davon getragen. Es war vielleicht ein wenig zu viel für diese doch recht grün den Ohren seiende Truppe. Aber die Ausbeute war sehr gut. Also raus, mit dem Jungen sprechen, dann auf jeden Fall in die Herberge und erstmal eine ordentliche Nacht durchschlafen. Dann können wir zum Pomab ihm die Notiz zeigen, wer hat damit irgendwas anzufangen. Und danach können wir dann zu Roska gehen und gucken, was er mit seiner Karawane jetzt auf sich hat. Seine Expedition. Da ist nichts drin. Zurück. Gewiss. Und der Junge wartet immer noch da. Jo. Ihr seid zurück. Habt ihr diesen Monstern meine Fische wieder abgenommen? Heute ist dein Glückstag, Junge. Hier sind deine Fische oder zumindest das, was davon übrig ist. Danke. Ich sollte jetzt besser nach Hause gehen. Mein Papa macht sich bestimmt schon Sorgen. Jo. Sie bestimmt Sorgen. Wir waren ja ganz schön lange in der Orkhöhle. So, Gasthof zur Schneewehe. Sehr klein. Es soll geschehen. Und seid gegrüßt, Reisender. Mein Name ist Quimby und ich heiße euch in meinem Gasthof willkommen. Wir hätten gerne ein Zimmer. Und zwar ein Händlerzimmer. Mieten. Ah, viel besser als eine Orkhöhle. Okay, Ratten sind jetzt nicht so wirklich toll, aber trotzdem besser als eine Orkhöhle. Schon geht's uns besser, sehr gut. Habt ihr irgendwelche interessanten Neuigkeiten gehört, Quimby? Ja, das habe ich. Die ganze Stadt redet über die bevorstehende Expedition zum Grat der Welt. Aufregend. Erzählt mir mehr von der Expedition. Nun, Roska wird zweifellos die Expedition anführen. Ich habe gehört, dass Akalia, die Eingeweihte im Tempel, mitgeht. Oh, okay. Und ich nehme an, dass Everard hier bleiben wird, um die Stadt zu betreuen. Eine Zwergin namens Hildris geht auch mit. Das war die in der Taverne. Und sogar Puma hat eingewilligt mitzukommen. Ach, das wird ein großartiges Abenteuer werden. Der Händler will auch mitkommen? Ungewöhnlich. Na gut. Du wünschst? Quimby guckt sich derweil mal hier hinten um. Lü, lü, lü. Ja.
Hallo? Sei gegrüßt, Freund. Ich bin Irvine Schwarzgarbe von Evereska. Es ist schon Monde her, seit ich freundliche Gesichter gesehen habe. Trotz des trüben Ambientes unseres derzeitigen Aufenthaltsortes ist Osthafen ein willkommener Anblick für diese Elfenaugen. Was in den neuen Höllennacht hier oben? Was ist mit dem Ort? Ein bisschen kaltes Wetter ist doch nichts Ungewöhnliches. Ach, ich denke, es ist schon in Ordnung. Ich bin bloß an das sonnige Wetter meiner Heimat gewöhnt. Dieser Ort ist wie ein eisiger Amboss, auf dem der Hammer von Aurel auf uns herabfährt und in alle Richtungen eine öde Landschaft und einen unheilverkündenden Horizont hinterlässt. Wie wahr, wie wahr. Als Reisender müsst ihr viele interessante Sachen hören. Habt ihr in letzter Zeit irgendwas Interessantes gehört? Nun, ich habe keine Gerüchte gehört. Das in letzter Zeit lasse ich jetzt weg, weil das schon viermal innerhalb von so kurzer Zeit kam. Aber ich will... Nee, aber als ich durch Kuldehar kam, wo der eine Bote herkam, hatte ich wegen irgendetwas in diesem Tal ein seltsames Gefühl. Es war nicht nur das Wetter, was mich gestört hat. Irgendetwas war mit den Bergen, den Bäumen, sogar den Wolken am Himmel. Irgendetwas hat nicht gestimmt. Irgendetwas war nicht richtig. Jetzt, wo ihr es sagt, irgendetwas scheint wirklich nicht zu stimmen. Ich kann nicht genau sagen, was, aber ja, irgendwie war das Wetter seltsam. Seid vorsichtig auf euren Reisen. Lebt wohl. Klick. Ja, es geht nicht. Nicht geschafft. Schade. Nun gut, nächster Schritt wäre dann jetzt der Händler.